Ich lese das Solinger Tageblatt von Montag, dem 11. November. Das ist das hier. Und ich lese einen Artikel auf der Titelseite. Anonyme Spurensicherung soll Kassenleistung werden. Gesundheitsminister Spahn will die Lage von Vergewaltigungsopfern verbessern. Die Initiative stammt aus NRW. Düsseldorf. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will die Beweissicherung bei Sexualstraftaten verbessern. Dazu soll die anonyme Spurensicherung in Klammern ASS bei Opfern künftig von den Krankenkassen bezahlt und so ein flächendeckendes Angebot sichergestellt werden. NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach in Klammern CDU hat sich bereits seit Mitte 2018 verstärkt für eine solche bundeseinheitliche Regelung eingesetzt. Das Land finanziert hier bereits ein weit verzweigtes Netz aus ASS-Anbietern. Das klingt so, als ob Beweissicherung jetzt neuerdings privatisiert wird. Finde ich abartig. Bah, ist das widerlich. Hey, wir machen ein Geschäft, wir machen Beweissicherung über Sexualstraftäter. Wir machen eine ASS-Firma auf. Spahn geht es darum, die Strafverfolgung konsequent voranzutreiben. Und dann beteiligen wir uns an der Strafverfolgung an staatliche Gewalt. Es klingt nur noch widerlich. Häufig fehlen jedoch eindeutige Beweise, weil viele Opfer im ersten Moment nicht die Kraft haben, direkt zur Polizei zu gehen, erklärt er auf Anfrage. Dann steht häufig aus, wieso dann jetzt auf einmal die Polizei reinkommt, wenn es ein weit verzweigtes Netz aus ASS-Anbietern gibt, weiß ich nicht. Da jetzt Polizeidienststellen gemeint mit dem weit verzweigten Netz von ASS-Anbietern, das schon finanziert wird. Mir ist es nicht klar. Dann steht häufig Aussagen gegen aus. Es gibt auch Landesärzte. Ich weiß nicht, warum man dann zu einem privaten Arzt gehen muss. Ich finde das einfach nur widerlich, was da geplant ist oder gemacht wird. So, ich höre damit auf. Ich habe keine Lust mehr. Ich weiß da nicht, warum man zu einem privaten Arzt gehen soll. Ja, Landeskrankenhäuser und all so ein Zeug. Strafverfolgung wird privatisiert, es ist abartig, tschüss.